Das ist definitiv eine Wackelpuppe. Ich kenne das Autosignal. Nehme ich alles mit. Lässt sich auch sehr gut in Kronkorken umwandeln. Dann unten, oder? Oder von draußen irgendwie. Auf der Regenrinne. Ihr habt sie bestimmt schon wieder gesehen. Hier hinter, das ist möglich, ne? Wo ist die verfluchte Wackelpuppe? Die verstecken sich aber auch manchmal wirklich gut. Ich mach mal hier auf. Gucken wir uns das doch mal ein bisschen genauer an. Na klar gehst du jetzt gerade kaputt. Es muss hier irgendwo sein. Irgendwo hier auf 2.30 Uhr. 2.15 Uhr, 2.40 Uhr. Geht doch. Klasse. Wackelpuppe, ich mach mal Licht an. Ich mach mal Licht wieder aus. Man sieht ja noch weniger. Muni, Muni, Muni. Ein paar Pfeile. Steck ein. Plasmakartusche. Jo, okay. Oh, wobei, habe ich gerade die Mini-Atombombe mitgenommen? Das, nee, habe ich nicht, ne? Will ich auch gar nicht. Niemand braucht Mini-Atombomben. Wo ist die Puppe? Dann ist sie draußen. Kann ich mir nicht anders erklären. Die muss draußen sein. Vielleicht hier irgendwo auf der Veranda? Oh, noch ein Bier. Yay! Und Keramik. Oder unter uns. Das kann auch möglich sein. Ach ja, stimmt, hier ist ja noch so ein Gerüst, ne? Eine Sekunde. Irgendwo hier wird die Puppe schon sein. Da drüben vielleicht? Nee. Nee, wir sind schon wieder viel zu weit weg. Hier drüben vielleicht? Nee. Hier ist sie auch nicht. Unter der Veranda eventuell. Oh, es wird immer lauter, ne? Hey, jetzt veräppel uns nicht. Nee, unter der Veranda auch nicht. Es gibt so eine Mod, die kann man sich installieren. Ich halte jetzt dann davon auch nicht so viel, auch wenn ich meine Erze ein bisschen eingefärbt habe. Da bekommen die Wackelpuppen einen Ballon auf dem Kopf, kein Witz. Ich glaube, es gibt sogar eine Glowing-Mod für Wackelpuppen, aber das ist doch der halbe Spaß hier, das Suchen. Nee, ich finde die nicht. Noch einmal reingehen. Hier irgendwie direkt. Oh, sie ist runtergefallen. Sie lag hier in dem Staub. Es lag nicht an mir. Also nicht ausschließlich. Haben wir genug Bierfleisch schon gefunden? Gucken wir doch mal nach. Blackwater Brew. Wird knapp, aber wir könnten eventuell das restliche Bier, den restlichen Alkohol da drüben finden. Oh, hallo, 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 Mensch. Nicht mehr viel. Aber nicht vergessen, halb besoffenes, rausgeschmissenes Geld. Na, haben wir noch irgendwen hier? Top Secret. Oh, er hat uns schon gewittert, die Ratte. Vorsichtig. Vielleicht mal ein bisschen eine erhöhte Position aufsuchen. Hm. Bierflasche. Nehme ich, nehme ich, nehme ich. Irgendwer ist noch hier. Irgendwer lungert noch hier rum. Optional überrede den Dieb für das Eigentum zu bezahlen. Das habe ich vor. Das ist genau mein Ding. Oh, tatsächlich jede Menge Alkohol. Das müssen wir uns merken. Dass wir hier im Partyhaus oder generell hier auf dem Grundstück jede Menge Alkohol finden. Da hätten wir selber gar kein Bier brauen müssen, aber ist auch mal wieder schön gewesen. Hey, hey, hey! Warst du der Dieb? Das wär's ja wahr. Bierflasche, das können wir noch trinken. Und das können wir noch trinken. Ich glaube, es reicht. Ich glaube, wir haben Glück. Wir können jetzt wirklich sagen, wir sind ein richtiger Schluckspecht. Wodka. Ja, hier gibt es richtig viel Alkohol.
Übel. Doch, das habe ich mir jetzt instant in die Hirnrinde gebrannt. Das werde ich nie wieder vergessen. Krass. Kann ich auch mitnehmen. Ballistische Fasern und auch noch ein Heftchen. Ich fährt ja nicht mehr. Dieser Ort ist eine absolute Goldgrube. Na, bist du noch voll? Du bist auch noch voll. Wir haben wirklich genug. Mehr als genug. Wir können einen eigenen Schnapsladen aufmachen, wenn uns danach ist. Ist uns aber nicht. Das überlassen wir den anderen. Wir wollen nur trinken. Wir wollen den Spaß haben, aber nicht die Verantwortung. Zack, zack. Yay! Ach komm, wenn wir gerade schon mal dabei sind, dann geben wir uns so richtig die Kante. Den Whisky behalte ich, den Rum nicht. Und die Bierchen, ja, für die nächsten Verkaufssessions. Yay! Okay, wo ist denn hier der Dieb jetzt? Der muss hier irgendwo sein. Der muss hier irgendwo im Umkreis sein. Ist das groß? Das Gebiet? Ja. Richtig groß. Steck mal die Knarre weg. Vielleicht mal wieder in den immersiven Third-Person-Modus gehen, was wir schon verdammt lange nicht mehr getan haben. Hey, 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 unsere schöne Ausrüstung hier genießen. Die sieht auch sehr cool aus, ne? Vielleicht mal ein Bildchen schießen. Skandalös, wie lange ich das nicht getan habe. Vielleicht ohne die Füße, die gerade im Boden verschwinden. So schön, so schön. Zeichnet sich hervorragend ab vom blauen Himmel. Flop! Hi, 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 na ihr miesen Hunde. Überraschung! Wo ist denn der Typ hier? Und noch mehr Holz. Ach, Herr Jemine. So viel Holz. Hier muss man hingehen zum Holz sammeln. Oh! Wow! Alter Schwede. Beißt er mich direkt in den Fuß? Nein, wir brauchen kein Bier. Dankeschön. Die Zeiten sind vorbei. Aber ein bisschen Holz kann ich mitnehmen für die nächste Kochsession. Dann brauchen wir das nicht unnötig aufwendig bei uns im Wald suchen. Cool, 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 cool. Es reicht. Wo ist der Typ? Wo ist der Dieb? Und wo ist der Deinhard? Irgendwer verfolgt uns hier. Frenzied Wolf. Okay. Level 100. Ein ganzes Wolfsrudel. Weg hier. Das ist eine Falle. Luke. Luke, eine Falle. Wir sind nicht mehr im Gebiet, ne? Verwende den Radiosender Peilsender Foundation Eigentum, um das gestohlene Eigentum zu finden. Wie bitte? Ist das optionale Ziel weg? Tatsächlich. Nee. Doch, ist weg. Verwende den Radiosender. Habe ich vor. Geht gleich los. Wenn ich das hier überlebt habe. Meine Güte, was für zähe Hunde. Ihr lausiges Pack, ihr habt doch alle die Räude. So, was wollte ich machen? Radiosender. Radiosender. Das geht natürlich auch... Nee, das geht auch so. Schade, ich glaube, ich kann diesmal diese Quest nicht für die Raider lösen. Aber wir können auf jeden Fall auch noch eine ganze Menge Siedlerruf gebrauchen. Sind wir richtig? Ja, sind wir. 68. 67, stopp. Jetzt in die Richtung. Nee. Dann hier hoch. Es kann nur hier hoch sein. 70. Come on. 81. Da geht noch was. Oh. 87. Wir sind auf dem richtigen Weg. 90%. Was ist denn der Kram? Wie sieht denn der eigentlich aus? Rumwirkt nicht mehr. Danke für die Info. Na, da ist noch einer, wa? Da war doch gerade einer. Psch. Muss ich hier vielleicht rein? Möglich, ne?
93, ja, wir sind richtig. Überfall. Das ist mein Eigentum. Wo ist er? Komm her, ich muss deinen Kopf abschießen. Nice, nice, nice. Und Schießpulver, danke. Also hier ist auf jeden Fall schon mal halb richtig. Oh! Ach, Kloppy, Mensch. Was würde ich ohne Kloppy machen? Unterhebelgewehr. Schön. Modifikationen. Sind hier doch welche? Ja, ein paar sind noch. Didit! Was ist denn der Kram? Ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr genau, wonach ich suche. Da oben wird er nicht sein, aber da ist einer. Der könnte uns in den Rücken fallen. Boom! Noch einer. Ja, irgendwas lungert immer noch hier rum. Aber erstmal looten wir den hier. Bip, bip. Bip, bip. Didit. So, jetzt nochmal ganz von vorne. 85%. 81%. 93%. Oh. Oh. 93,8. Ist noch richtig, ne? 95. Aber finde ich ganz cool, muss ich sagen. Diese Art von Event. 94. Wird das hier angezeigt? Auf dem Radar irgendwann? Komm schon, was soll denn das? Ist das hier versteckt? Brauche ich eine Schaufel eventuell? Hallo, 97. Wir hatten gerade 97. Immer noch? 99. Ich muss da schon draufstehen. Wo ist denn der Kram? Irgendwie am Gestrüpp vielleicht? Das gibt's doch nicht. Ich sehe ihn wieder mal nicht. Den Wald vor lauter Bäumen. Ich stehe noch direkt drinne. Das kann doch nicht sein. Ich bin jetzt so hier auf den Stein fokussiert. Hä? Wie zur Hölle? Wo war? Hä? Einen Moment mal. Wir sind jetzt bei knapp 99% und wenn hier nicht noch irgendwo ein geheimer Schalter ist oder so, dann wüsste ich wirklich nicht, wo jetzt das gestohlene Eigentum sein sollte. Ich habe auch schon die Umgebung abgesucht, ob hier vielleicht irgendwo ein unterirdischer Gang ist, aber Pustekuchen, gibt es nicht. Nicht, dass das Event buggy ist. Ich werde mich das nächste Mal wieder darauf konzentrieren, den Dieb zur Rede zu stellen. Und falls wir das dann nicht hinbekommen, hoffe ich mal auf mehr Glück in Sachen 476 Technik. Ey, hier ist wirklich gar nichts. Ich habe die ganzen Steinritzen hier abgesucht, der sein können, dass es irgendwie ein verstecktes Päckchen ist oder so. Keine Chance, hier ist nichts. Was natürlich verdammt schade ist. Aber es war ja bis hierhin auf jeden Fall schon mal eine lustige Aktion. Ganz ehrlich, ich tippe jetzt mal auf einen Bug. Mittlerweile habe ich das Event ein paar Mal erfolgreich abgeschlossen. PS, neue Aufnahme, neues Glück. Und jedenfalls war das kein Versuch, wo wir es vernünftig abschließen konnten. Aber was machen wir denn jetzt als nächstes? Genau, stimmt, warte mal. Sollten wir nicht langsam mal eventuell das letzte Fitzelchen von der Bruderschaft des Stahls Storyline, also Steel of Dawn, zu Ende spielen? Das sollten wir wirklich mal tun, ne? Das gehört doch zum guten Ton dazu. Nicht, dass ich da wieder irgendwas freischalte wie bei Wastelanders, wovon ich Nutzen hätte hier beim täglichen Konsum von Fallout 76. Das könnte möglich sein. Ich glaube, es ist wirklich nicht mehr viel. Irgendwie ein Terminal aktivieren und dann... Naja, und dann geht's weiter. Müssen wir das in einer Powerrüstung tun? Ich weiß es nicht. Es könnte gefährlich werden. Ich schlüpfe mal lieber in meine T51B, meine allerliebste Powerrüstung, weil es die auch schon bei Fallout 3 gab. Na, hier natürlich ein bisschen stylischer inszeniert. Warte mal, das hat sogar ein Foto verdient, finde ich.
Ja, genau. Als ob er vor sich selber steht. Seine zwei Identitäten. Jupp, ist in Ordnung. Sind wir noch auf Cranberries? Ja, sind wir, aber uns fehlt der Rest. Brauchen wir den Rest? Ich weiß nicht, aber ich sorge lieber mal vor. Limonade, Maissuppe und Hirnpilzsuppe. Das ist mein Standard. Ein schöner AP-Buff, ein schöner EP-Buff. Und schon können wir uns hier ins Abenteuer stürzen. Ach ja, ich habe ein paar neue Waffen. Zeige ich die jetzt schon? Nein, nicht, dass ich die jetzt drinnen verwenden muss. Ja, machen wir das hier, ne? Auf dem nebligen Hügel. Also, und zwar habe ich beide mit. Oder zumindest die beiden, die ich vorstellen wollte. Ja, Angli. Angli ist neu. Angli ist ein anstachelnder Haken. Verursacht doppelten Schaden, wenn das Ziel volle Gesundheit besitzt. Und wir haben ja vor kurzem uns ein Doppelhand-Nahkampf-Loadout zusammengestellt. Und da kommt einiges zusammen, wenn wir das dann in Kombination mit Angli benutzen. So würden wir 135 Schaden machen, mal 2 sind schon mal solide 270. Sehr gut, Leo. 270 Schadenspunkte. Aber wenn wir jetzt hier auf das Doppelkampf-Nahkampf-Loadout gehen, machen wir satte 230 Schaden, mal 2 sind 460, ne? Das geht schon mal gut ab. Sind wir nerdwütig? Ich glaube ja, ne? Warte mal, das kann ich ja nachprüfen. Ich muss ja nur ganz kurz hier ins Radkauf- und Reise-Loadout und dann wieder zurückwechseln. Ach nee, wir haben hier Nerdwut hier gar nicht gelegt. Naja, ist ja auch logisch, ne? Im Nahkampf sollte man ein wenig Energie haben, was wir gerade aber nicht haben. Aber trotzdem, nicht verkehrt, oder? Trotzdem muss ich leider zum Beispiel in der Strahlenschlägerei, nee, nicht Strahlenschlägerei, sondern das, wo man gegen die Grubenhauer spielt, wo man diese radioaktives Materialextraktoren beschützen muss gegen die Grubenhauer. Aber so ein Level 100 Grubenhauer kriege ich damit trotzdem nicht gewonehittet, auch wenn ich den schweren Schlag benutze, der auch sehr, sehr langsam ist. Aber die hier, die kriegen wir platt. Das geht schon. Ist ein schöner Haken. Kann man nicht anders sagen. Und mit dem spielen wir jetzt ein ganz klein bisschen und dann zeige ich euch auch noch die andere Waffe. Ich habe viele neue Waffen. Die muss ich euch alle zeigen. Stehen hier auf einer Liste. Machen wir nach und nach. Ne? Einfach mal, damit wir ein bisschen Variation hier reinbringen. Ne? So, können wir jetzt hier rein? Na klar können wir das. Hallo? Wieder runter. Oh, das ist schon wieder ein paar Monate her, ne? Diese verdammten Score-Punkte und jetzt auch noch die Goldfarmerei. Das ist schon übel, ne? Aber ich finde, das macht Fallout 76, also zumindest das Basisspiel Fallout 76 interessanter. Da hat man immer was zu tun, wenn man Bock drauf hat, wenn man sich drauf einlässt. Da kann man ja immer jetzt was erleben, aber es ist nie genug Zeit, die man hier in dieses Spiel investiert. Aber es ist ein gutes Zeichen, ne? Naja, lieber habe ich zu wenig Zeit, mich dem Spiel zu widmen, als dass es, keine Ahnung, als dass es hier überhaupt nichts zu tun gäbe. Hey, was soll ich machen? Tausche Marken am Terminal ein? Nee, das ist was anderes, ne? Greife auf den Zentralrechner zu und der ist hier drüben, ne? Was ist denn das für eine andere Aufgabe? Die habe ich seit drei Tagen Queraufnahme hier oben rechts stehen gehabt. Okay, jetzt kann ich. Hey, steht ihr die ganze Zeit hier? Paladin Ramani und Ritter Shin? Du hast deine Befehle. Ich mag ihn eigentlich irgendwie schon, aber andersherum auch wieder nicht. Und der Kram ist ja auch wieder neu. Zucker hätte ich niemals liegen gelassen. Und die Tassen, Mensch. Okay, ich gehe gleich rüber, ne? Geht gleich los. Ist ja vielleicht noch mehr. Irgendwas, was wir gebrauchen können. Kupfermangel haben wir derzeit. Ah, gut. Schreibmaschinen kriege ich auch nicht genug von. Und dann bin ich da auch schon drinne am Zentralrechner. Ist das hier überhaupt schon das Finale? Werden wir gleich sehen, ne? Achtung, Besucherzugriff auf Zentralrechner. Sind die Gegner? Aber nicht vergessen, wir haben unseren Haken. Dicke Gegner vielleicht. Dann soll ich wechseln. Wir haben noch Rumsbums dabei. Soll diese Stimme nur versuchen, uns zu töten? Kann man die zerkloppen? Oh, tatsächlich. Nee, da muss ich was anderes nehmen. Da muss ich was anderes nehmen. Boom!
Abfrage. Perfektes Timing zum Nachladen.